Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ich bin so glücklich, wir haben es geschafft, den guten Herrn Stilton bewusstlos zu machen. Hört sich jetzt total bescheuert an, aber somit konnten wir jetzt die Zukunft, also jetzt unsere Zeit, die Gegenwart, verändern. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. So, ich muss da jetzt irgendwie... Hat es da jetzt einen zweiten Weg gegeben? Na, der ist jetzt oben, ne? Ich muss jetzt da wieder rüber. So. Ich muss wieder rauf irgendwie, oder? Oder. Normal schon, ne? Ja. So. Dab. Wir haben nämlich auch den Code fürs Arbeitszimmerchen, was mich sehr freut. 3, 7, lol, nur das 6. ist falsch. Da gehört eine 9 hin. Tada! Hier ist alles vermischt. Was ist passiert? Ich dachte, das Bild ist kaputt. Hier scheint es am schlimmsten zu sein. Die zwei Zeiten überlagern sich irgendwie. Ich hätte ihn nicht weiter beschäftigen sollen, nur weil er und mein Vater befreundet waren. Was wir jetzt versuchen, ist einzigartig. Es geht über mein Verständnis hinaus und sicher auch über ihres. Wenn jemand Zweifel hat, sollte er sie jetzt über Bord werfen. Das lässt sich rational nicht erklären. Es ist der zerfranste Rand, wo Naturphilosophie zu etwas anderem wird. Ja. Ich kann's spüren. Wir riskieren den Wahnsinn. Für Sie alle ist Delilah die rechtmäßige Kaiserin. Sie schulden es ihr. Delilah ist stärker als zuvor. Der Herzog und ich haben ihre Stimme zu uns flüstern gehört. Und jetzt müssen sie ihre Positionen einnehmen. Okay, Erinnerungen. Also, das wirkt jetzt so, als wenn es Erinnerungen wären. Ist schon uns recht sein. Alles gut. Sesam, öffne dich. Du auch. Da haben wir eine Münze. Ich duck mich mal. So. Ja, Münze. Da. Jo, was zum Essen nehmen wir auch. Ja, Fisch. Ich dachte, wir hätten hier einen Bug, ne? Weil das so komisch ausschaut. Dabei ist es, wie sie sagt, ne, die Emily, eine Überlappung der Zeiten. Echt cool gemacht, das Spiel. Wirklich wahr, Leute. Habt sie fein gemacht. Kann man nicht oft genug betonen. Das Spiel ist so cool durchdacht. Vor allem so Zeitraumgeschichten, ne? Das irgendwie logisch noch darzustellen, das ist gar nicht so einfach, finde ich halt. Also, ich würde da ein bisschen anstehen und nicht so recht wissen, wie ich das anstellen soll. Ich finde es super. Alles ist so super. Ja, da-dam, da-da-da. So, lala. Okay, dann wahrscheinlich hier lang. Ja, runter. Runter wahrscheinlich, ne? Aber zuerst vielleicht... Konzentrieren Sie sich auf das Licht hinter der Welt. Sie spüren Ihre Macht, oder? Was zum Teufel? Das ist aufregender als jede Orgie, die ich erlebt habe. Alter! Ich bin zurückgekehrt. Aus der Kälte. Aus der Ewigkeit. Sie lebt. Was? Was ist das? Interessant, das scheint funktioniert zu haben. Was zum Teufel? Mein Geist ist in Sicherheit. In diesem Ding. Luca, das musst du wegsperren. Ich dachte, wir hätten dich verloren. Brianna, Luca, ich werde euch nie verlassen. Halt! Sie sind versteckt. Aber ich weiß, wer sie sind. Wann sie sein werden. Sie haben meine Rückkehr beobachtet. Eines Tages werde ich sie holen. Toll. Die Alte ist ganz schön mächtig. Kannst sagen, was du willst. Die Alte ist wahnsinnig mächtig. Der Welt ist seltsam. Ich werde nie verstehen, was ich gesehen habe. Bei den Sternen. Das ist aufregender als jede Orgie, die ich erlebt habe.
Bei den Sternen kann man leicht sagen. Das erklärt doch diese Symbole da, ne? Outsider und so wahrscheinlich, ne? Irgendwie. Aus der Ewigkeit sie lebt. Du liebes bisschen. Interessant, das scheint funktioniert zu haben. Na super. Geist ist in Sicherheit. In diesem Ding. Lukas, das heißt, wir dürfen abhauen. Das heißt, wir dürfen abhauen. Jo, ich bin da gerade etwas Boah, ey, was? So gerade ein bisschen eingestellt. Das ist so krass. Alter, die Geschichte hier. So krass. So, wie komme ich jetzt wieder heim? Ich werde müssen mit dem Lift nach unten fahren, ne? So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Ich bin schon weg. Da, was steht denn da noch? Aramis Stiltons Anwesen. Da habe ich noch gar nicht die Karte dafür, ne? Und, Brief des des Architektbüros Muranola. Mhm. An Mr. Aramis Stilton. Sehr geehrter Mr. Stilton, mit Freude werden wir uns heute wegen des geplanten Anbaus Ihres Hauses an Sie, wir wenden uns an Sie, genau, da wir Ihnen nun unsere Pläne für Ihren neuen funktionalen und optisch ansprechenden Bürobereich präsentieren können. Hätten Sie vielleicht Zeit, sich unsere Zeichnungen in den nächsten Wochen anzusehen? Wir stehen jederzeit zu Ihrer Verfügung und können umgehend mit dem Bau beginnen, sobald Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben. Hochachtungsvoll, K. Kirkengrund und A. Muranola, Architekturbüro Muranola. So, jetzt haben wir's. Also ist dies. Na dann, würde ich sagen, wir hauen hier ab. Ich weiß, ich habe nichts, ich habe nicht alles zu 100% gesammelt und gesucht. Ganz ehrlich, ich überlasse das wieder euren fähigen Händen. Ihr kriegt das schon hin. Und ganz ehrlich, ein bisschen Suchspaß möchte ich euch ja auch noch lassen. Ich kann nicht alles da zu 100% durchrocken. Nee, rocken, das geht ja nicht. Das wäre ja unverantwortlich, wäre das. So, haben wir hier noch was? Nanu, was Feines? Schaut nicht so aus, ne? Hä? Wer geht denn hier? Bin ich nicht in der... Ich glaube, jetzt fangen die Spinnen an. Ich fange Spinnen an. Belassen wir es einfach dabei. Da waren wir auch noch nicht, ne? Schönes Grün hier. Was haben wir da? Hä? Oh. Oh. Oh lala. Na, wo ist sie denn, die Frau Gradler? So. Bitteschön. Machen wir ihr halt auch. Machen wir sie auch da und so. Ich weiß, ich soll zuerst stehlen, ne? Eigentlich. Ich könnte mein Vermögen damit sehr weit in die Höhe tragen, schleppen, tun, machen und so weiter. Aber so kann man sie, wenn sie schläft, nicht mehr ausrauben. Das verstehe ich nicht so ganz. Naja. So, ich wollte eigentlich hier raus, ne? Eigentlich. Tap, 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 tap. Grüß euch, Servus. Hui, der K. Und ich glaube, wir springen. Diese Stadt ist ja nichts Gutes im Schilde. Hä? Wo kommen jetzt die Leute auf einmal her? Hilfe! Wo kommen jetzt die Leute her?
Das ist mir alles nicht ganz geheuer mehr. Ganz ehrlich. So. Nichts wie raus, ne? Jo, bitte zum Staubbezirk. Wir sind hier endlich mal fertig. Hat ja gar nicht lang gedauert. Alter, zum Glück haben wir den Generalschlüssel gefunden, ey. Gott sei Dank. So. Vielleicht dürfen wir jetzt schon zu Megan zurückkehren. Ich möchte auch gerne mal die Waffe wegstecken, ehrlich gesagt. So. Was? Au. Servus. Sieh dich nur um. Alter. Eine zerfallende Insel an den Rändern des Nichts. Aber diese ist besonders. Hier wurde mir die Kehle durchgeschnitten. Vor 4000 Jahren. Hier endete mein Leben. Und hier begann es von neuem. Hier haben sie mich gemacht. Dieser Teil des Nichts wird älter. Wie gemacht? Wie umgebracht? Wie ein Opfer, ein Ritual? Bis zum Ende dachte ich, ich könnte noch entkommen. Ich kämpfte, doch die Seile schnitten in die Haut und ich wurde schwach. Dann berührte das Messer meine Kehle und ich wusste, es war zu spät. Das Blut lief heraus und ich wurde ein Gott. Nun kennst du Delilahs Geheimnis. Am Ende ihrer Tage trieb sie durch das Nichts und hätte auf ewig verloren sein sollen. Doch ihr Wille und ihre Gerissenheit sind einzigartig. Sie fand diesen Ort. Die Insel im Nichts, wo ich das wurde, was ich bin. Er veränderte sie. Und sie fand einen Weg, ihn zu nutzen. Die Kraft hier anzuzapfen. Aha. Delilah ist jetzt ein Teil von mir. Und das mag ich nicht. Mhm. Verstehe. Das ist dann scheiße gelaufen, sozusagen, ne? Dann gehen wir halt weiter. Das muss man Delilah lassen. Ja? Sie riss ein Stück ihrer selbst heraus, verbarg es in einem Ding aus Knochen und machte sich unsterblich. Wenn du Delilah töten willst, musst du ihren Geist finden und ihr zurückgeben. Ihn zu erreichen wird nicht einfach. Aber was danach kommt, dürfte das Schwierigste sein, was du je getan hast. Toll. Wie heißen die schnell von Harry Potter? Horcrux? Ist das sowas ähnliches, ne? Wie der Typi gemacht hat, der Voldemort, ne? Nur hat er seine Seele in 7 Teile oder so gespalten, ne? Und sie hat dafür nur 1. Dieses hässliche Ding. Die Welt bietet mehr Mysterien, als ich dachte. Hm. Na dann. Weiter geht's. Ich müsste mich mal kurz anders hinsetzen. Einen Moment. Ich bin heute etwas hippelig. Jetzt treffe ich mich mit Sokolov am Beiboot nach einem seltsamen Tag. Ja, der Tag war wirklich seltsam. Für sie war es nur ein Tag, für uns war es über eine Woche. Bist du narrisch, ne? Also, Halleluja, Maracuja. So, haben wir hier noch was? No. Das Ding, der hört sich an, als wenn da irgendwie eine Rune oder so in der Nähe wäre. Voll gemein. Ah, frische Luft. Sie applaudiert und rostet, hat Marco gesagt, warum? Anscheinend hat das Familienkomitee darum gebeten. Es hat zu viel Staub geregnet. Hm? Wenigstens hört Stilton auf sie. Was? Wie, das ist eine Rune? Nicht sagen kann.
Ja, der Herzog ist verdorben und das strahlt aus. Aber Aramis Stilton ist ein guter Mann. Das sag ich ihm, er trinkt den Pop meines Bruders. Waren die schon immer da, diese Runen? Bin ich nur so dämlich und hab die nicht gesehen oder sind jetzt neue nachgespawnt? Ich habe gerade keine Ahnung. Was haben wir denn da? Ich bin nur froh, dass wir so ziemlich alles richtig gemacht haben. Ich sag ja, so ziemlich. So, Mamilein. Sie zwinkert dir zu. Was? Reichtum und Macht. Ich bin doch so ein gutes Mädchen. Diesmal nicht. Zurück von Zerkonos. Ah, sicher. Auf Wunsch von Aramis Stilton soll ich in diesem Monat wichtigen Bergleuten wieder einmal Auszeichnungen verleihen. Ging es um Sicherheit, um Produktivität? Genehmigt? Ist das ein Sieg? Mehr Luft bedeutet weniger Staublungen. Irgendwas wert ist. Zurück an die jo. Arbeit, aber sofort. Ich hätte halt gern Aramis die... wären wir am Ende. Er weiß wirklich, Rune. Wie es ist, in den Bergwerken zu arbeiten. Hallo. Jo, ne? Was kann ich für Sie tun? Hi. Das Bergbaukomitee ist für alle da. Aha, das ist schön. Da ist es. Schau mal. Robust. Hm? Dann gibt's, glaube ich, noch eins. Ja, da vergeht einem alles. Er soll einem Treffen mit der Frau an der Spitze des Familienkomitees zugestimmt haben. Wie heißt sie nochmal? Lucia Pastor. Sie will mit Stilton über neue Sicherheitsbestimmungen für die Bergwerke sprechen. Und kürzere Arbeitszeiten für die Kinder da unten. Was verspricht sich Pastor davon? Vielleicht kommen wir hier so rauf. Ich bin gerade leicht verwirrt. Ja, volle Hütten. Alter, was haben wir jetzt für einen Lauf? Ich meine, das soll jetzt keine Beschwerde sein. Ich finde es gerade cool. Aber das ist hier gerade ein übelst geiler Lauf. Jam, 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 jam. Ist hier gerade voll cool. So, dann gibt es nochmal noch eine Rune, ne? Oder irgend so ein Teil. Wo ist denn das? Da unten. So. So, wie auch immer wir da hinkommen sollen. Was war denn das jetzt gerade? Unter uns. Ah ja. Boah, ist das schön. Die Dinger sind, die Leute sind da jetzt, glaube ich. Willst du eine kaufen? Klar, dabei. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Da unten zufällig. Vielleicht fällt es ja keinem auf, aber es hat sich verändert. Zum Besseren. Ja, hoffen wir doch. Schaut da. Habe ich das alles übersehen? Nee, oder? Das war nicht da, oder? Vielleicht spinne ich auch. Vielleicht drehe ich durch. Das könnte sein. Vielleicht spinne ich einfach. Aber das war nicht da, oder? Ja. Ein Bild, was haben wir jetzt noch gefunden? Anführer steigen auf und fallen. Schon zurück? Das ging aber ja? schnell. Danke. Tut mir leid, das dass ich Sie nett. Nicht zu Stilton bringen konnte. Aber Sie haben das Haus gefunden. Mhm. Ja, habe ich. Hi, Sokolov. Können wir los? Sokolov? Der Staub macht meine Kehle ganz trocken. Ja, was sollen wir sagen, alter Schwede? Ja, auf geht's, zurück zum Schiff. Ja, ich habe Vizeaufseher Byrne besucht. Zumindest denke ich das. Und ich war in Aramis Stiltons Haus. Wir können gehen. Sehr gut, wir sind nicht tödlich. Das ist ja schon mal was. Ja.
Ja, wir sind nicht tödlich, aber wir haben sicher irgendjemanden umgebracht, oder? Ein Gegner, ja. Einen einzigen. Ah, ja. Einen einzigen. Wir haben 4 Runen, leider nur 3 Knochenfragmente. Ich weiß, ich habe weit nicht alles. Seid mir bitte nicht böse. Gemälde fehlt eines, dafür haben wir den einzigen Bauplan gefunden. Oh, nicht schlecht, ne? Da hätte es noch wahnsinnig mehr gegeben. Also Sonderaktion, ich glaube 5 oder so, was ich so gelesen habe. Aber ich bin zufrieden. Das ist ja schon nicht so schlecht. Ist ja nicht so schlecht. Jo. Kann man zufrieden sein. Also ich bin's mal. Ich bin heute, also diesmal waren wir nicht ganz, nicht zu 100% ein Mörder. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Herzog Luca Abele hat den alten Palast von Kanaka abgerissen, wo er zur Welt kam, und einen Prachtbau errichtet, für dessen Preis man ganz Serkonos jahrelang satt kriegen könnte. Er stellt alles andere in den Schatten. Ein Denkmal für sein Ego und seinen fürstlichen Status. Aber was der Herzog seinem Land angetan hat, geschah, als ich Kaiserin war. In Dunwall schauten wir zufrieden weg, solange das Silber weiterfloss. Ich muss in den Großpalast eindringen, den Herzog ausschalten und Delilahs Seele stehlen. Mhm. Ich schwöre zum Aufstehen. Spürst du das? Das ist meine letzte Nacht. Bald schon verschmilze ich mit dem großen Nichts. Du solltest Frieden finden. Ich bin schon zu lange hier. Finde Delilahs Geist. Fang sie in diesem Käfig aus totem Fleisch. Befreie mich. Ich verstehe nicht. Das wirst du schon bald. Na toll. Kehre zum Beiboot zurück. Aber nicht so schnell. Zuerst einmal, was haben wir denn da? Antwort von Weeman. Ach so. Meine Emily, dein Kurier lässt mir nur wenige Minuten, um dir eine Antwort zu schreiben, bevor er an deinen geheimen Aufenthaltsort aufbricht. Ich bin den Tränen nahe, dass er mir den Ort nicht nennt oder mich mitnimmt, aber ich vertraue dir. Ich weiß nicht, ob ich so wütend auf dich sein darf oder ob ich lieber Freudentränen weinen sollte, weil du noch am Leben bist. Anscheinend steht Mole kurz davor, gegen Gristhol in den Krieg zu ziehen. Und die Gerüchte aus Dunwall sind düster und seltsam. Wir haben von Soldaten aus Metall gehört, von Frauen, die Bäume befehligen. Was? Und von Walen, die sich im Hafen versammeln, um ihre Lieder rückwärts singen. Bitte was? Ich hasse die ganze Welt dafür, dass sie zwischen dir und mir steht, obwohl wir uns eigentlich an den Händen halten sollten. Bleib bitte in Sicherheit, sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Weeman. Weeman? Weeman? Ich sag Weeman. Ach Manu. Unser Schnuckiputz. So, dann gehen wir mal Tagebuch schreiben. So. Ein langer Tag in Dunwall hatten wir schon, das heißt da unten. Der Großpalast. Der Staubbezirk. Ich hatte ja schon davon gehört, wie schlimm es ist, aber nun konnte ich aus erster Hand erleben, wie Herzog Abeles Politik den Staubbezirk zerstört. Vielleicht war es aber auch meine Schuld. Ich habe einfach die Augen zugedrückt, solange das Silber floss. Letztendlich habe ich Paolo geholfen. Hoffentlich war es die richtige Entscheidung. Er ist mehr als nur ein Heuler und könnte ein guter Anführer sein. Sein ganzes Leben hat er in Batista verbracht, im Staubbezirk. Dinge organisiert, die Menschen beschützt. Seine Methoden sind fragwürdig, doch meine sind es ebenfalls. Diese Leute haben etwas Besseres verdient als Herrscher wie Herzog Abele. Ja, und ich werde erst dann ruhen, wenn sie frei sind. Delilahs Geheimnis. Heute sah ich die Auswirkungen des Nichts, das durch Risse in unsere Realität in Aramis Dildens Haus kroch. Ich konnte die Vergangenheit und die Gegenwart erleben.
gleichzeitig. Ich habe viel erfahren, als ich mir die Nacht ansah, in welcher der Herzog vor 3 Jahren die Versammlung abhielt. Ich sah, wie während einer Seance Delilahs Geist aus dem Nichts, in dem sie gefangen war, in diese Welt gebracht wurde. Ich sah diesen Geist in einem von der Hexe Brianna Ashworth aus Knochen hergestellten Bildnis. Und dieses Bildnis, in dem sich Delilahs Geist befand, wurde Herzog Abele gegeben, damit er darüber wacht. Jetzt weiß ich, warum Delilah nicht getötet werden kann, solange sie nicht ganz ist. Bleibt sie unsterblich. Selbst der Outsider schien besorgt zu sein. Das ist die Information, nach der ich gesucht habe. Jetzt muss ich daraus nur noch einen Plan machen. Jo, klingt ja nach einem Plan. So, Karten. Ich habe keine Ahnung, ob es einen Audiographen irgendwo gegeben hätte. Wahrscheinlich. Ich habe ihn halt wieder mal erfolgreich übersehen. So. Brav. Wir haben alles brav aufgeschrieben. Da ist noch was. Nachricht von Megan. Auf dem Tisch ist ein Brief für Sie. Jemand aus dem Batista-Bezirk hat ihn gebracht. Dachte, ich kenne Sie vielleicht. Megan. Jo, danke, haben wir schon gelesen. Das ist von unserem Schnuckiputz. So, schnell nochmal, wie üblich. Ja, Gesicht waschen. Ach. Ja, sehr angenehm. Und, auf geht's. Frisch und munter. Boom, zu den Hütten. So. Wir müssen zum Beiboot, ne? Hier drinnen wird nach wie vor niemand sein. Nope. Dann gehen wir halt mal rauf. Aufs Deck. Es ist dunkel. Das ist... die den Palast gebaut haben. Ja, tut mir leid, dass ich dem jungen Herzog so treu war. Aber sein Vater und ich waren Freunde. Ich hoffte immer, dass Luca erwachsen werden und begreifen würde, dass seine Taten als Herrscher von Cerconos Konsequenzen haben. Er konnte immer auf Dunwalls Geld und Marine bauen. Ohne die hätte er vielleicht Respekt vor den Bewohnern von Cerconos entwickelt. Die Angst vor dem Richtblock war schon für so manchen Herrscher sehr motivierend. Wenn der Herzog fällt, können wir hier ja was Besseres aufbauen. Etwas, das repräsentativer und integrativer ist. Moment. Stopp. Sind wir jetzt noch immer in der Vergangenheit? Schau mal Megan an. Die ist ja gar nicht verstümmelt. Die ist überhaupt nicht verletzt. Ich bin gerade sichtlich verwirrt und er ist ja auch so jung und... Was wird hier gespielt, Leute? Warum ist Megan in einem Stück? Ich meine, ich freue mich für sie, aber irgendwas ist da gerade komisch. Was haben wir denn da? Großpalast, sehr schön. Eine Karte schon mal, das ist sehr nett. So, was haben wir noch? Aramis Tilden, na, wie geht's? Sind Sie bereit? Ich bin in einem Dutzend Schlössern und 100 Anwesen gewesen. Sie sind alle gleich. Der Palast des Herzogs kann nicht schlimmer als Lady Brisbys Kaffeekränzchen sein. Reinzukommen sollte nicht schwer sein. Der Herzog hat seinen Laden nicht im Griff. Herzog Abele zu erledigen ist nur Teil des Rätsels. Sie müssen auch noch das finden, was er für Delilah aufbewahrt. Sie haben kaum erzählt, was Sie im Staubbezirk herausgefunden haben, was in Ordnung ist. Die Welt braucht Geheimnisse. Aber sobald Sie im Großpalast sind, kann alles, was Sie tun, Einfluss auf Karnakas Zukunft haben. Vergessen Sie das nicht. Toll. Ich habe eine Karte vom Großpalast für Sie und ich weiß etwas, das nützlich sein könnte. Es gibt einen versteckten Hebel in der Vorratskammer, der einen Zugang zum Tresor des Herzogs öffnet. Wenn er was Wertvolles für Delilah aufbewahrt, dann bestimmt dort. Gute Jagd! Danke. Mal sehen, was ich tun kann. Ich weiß, wie zerbrechlich Karnaka ist. Ich habe viel zum Nachdenken, wenn alles vorbei ist. Jo,
der Part ist auch wieder zu Ende. Das passt eigentlich gerade recht gut, ne? Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist das jetzt wirklich unsere Zeit? Heißt das, nachdem wir die Vergangenheit so verändert haben, konnten wir auch verhindern, dass Megan so verstümmelt wird? Oder wurde? Das wäre echt schön. Also ich freue mich dann für sie, wirklich. Dann haben wir echt was richtig gemacht. Schön. Also ich halt. Ja, also, ja, wir. Also, richtig. So, was? Ja, Part beenden. Richtig, genau. Gut, dann waren wir heute wieder brav. Wir haben Kapitel 7 abgeschlossen und dürfen uns jetzt dann im nächsten Part neuen Abenteuern widmen. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!